Ich habe die Ehre, einen Mann auszuzeichnen, der seit Jahren mit seinen visionären Ideen Gebäude schuf, so, als seien sie ein Schöpfungsakt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Mewis-Preis geht an Sebastian Färber. Es handelt sich um das größte Bauvorhaben in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Was ist das für eine Insel? Wir nennen sie Vineta. Nina Seiler, ich bin die Assistentin von Dr. Leonard. Die Terrorgefahr in der Welt steigt. Unsere Aufgabe lautet, kann man eine Stadt entwerfen, die sicher ist und trotzdem menschenfreundlich? Ich gebe Ihnen 2 Wochen. Sie müssen sich das so vorstellen. Ich lasse Stahlträger in die Gesteinswände ein und hänge daran Häuser aus Glas. Das ist ja alles Schwachsinn. Naiver Schwachsinn. Ist ja gut. Wenn Sie das so sehen, dann beweisen Sie mir, dass Ihr Entwurf der bessere ist. Einmal Puls messen. Darf ich? Sie werden bestimmt hier wohnen. Ist schön so über dem Meer. Verschwinden Sie! Färber, hören Sie das? Kommt da jemand? Irgendetwas stimmt hier nicht. Wer sind die Auftraggeber? Wer ist Masterbau? Nehmen Sie Medikamente? Ich habe eine Kamera in meinem Zimmer gefunden. Ich warne Sie. Halten Sie sich zurück! Er wollte mir irgendwas sagen. Sebastian, du bist krank. Hau doch endlich ab! Hallo. Kann ich helfen?